Moin Leute und herzlich willkommen bei Wimmelkoi. Heute der letzte Vlog bei Matthias. Wie ihr schon mitgekriegt habt, ist Matthias ein richtiger Koi-Freak, lebt das Hobby mit Leib und Seele. Und hier haben wir jetzt deine nächsten drei Anlagen. Die zeigen wir euch natürlich noch. Du hast ja schon gemerkt, bei deiner ersten Inhalterung bist du am Limit. Das hast du schon erkannt. Deswegen, du hast hier genug Platz auf dem Grundstück und hast einfach nochmal kurzerhand angebaut. Hier haben wir jetzt aktuell ein zusätzliches Becken noch in Betrieb. Du bist aber schon wieder an der Erweiterung. Man hört nie auf. Ein richtiger Koi-Verrückter. Und jetzt schauen wir uns einfach mal seine zusätzlichen Anlagenerweiterungen genau an. Bis gleich. Hier nun das aktuell letzte besetzte Becken. Das müssten, glaube ich, 1,5 Kubik sein, ne? Richtig. GFK-Becken gibt es günstig immer überall auf Kleinanzeigen zu erwerben. Und hier hast du dann schon mal noch ein paar ausselektierte drin. Ja, das sind die, die drüben nicht mehr reingepasst haben. Ja, auch gemischter Bestand hier. Ihr merkt, ich zitter schon ein bisschen mit der Kamera. Es ist richtig kalt. Wir sind jetzt schon gute 2 Stunden am Bloggen. Meine Füße spüre ich schon nicht mehr. Aber nehme ich natürlich gerne für euch in Kauf. Ich habe auch richtig Spaß hier heute. Es macht richtig Spaß, bei einem so Koi-Verrückten wie Matthias zu bloggen. Hier gibt es einiges zu sehen. Und hier sieht man auch, wie es so üblich ist, dass immer weiter und weiter erweitert wird. Man lebt das Koi-Hobby. Das ist eine Lebenseinstellung, eine Lebensphilosophie. Und hier haben wir jetzt nochmal auch noch mal ein paar schöne Exemplare. Auch hier wieder aktive Fische. Auch hier wird kalt überwintert, gehe ich mal von aus. Ich habe eine Heizung dran. Hast du eine Heizung aber dran? Aber zwischen ja, 18, 20 Grad und geringe Fütterung. Ja. Ja, wir füttern nur von Hand, morgens und abends. Und so funktioniert das auch. Hier brauchen wir jetzt nicht noch einen extra Fütterblock machen, weil es relativ einfach erklärt ist. Wir haben hier, denke ich mal, einen Bodenablauf hat das Becken, haben diese Becken immer. Und dann hast du hier einen, glaube ich, knappen 100 Liter Fütomatik von Oase dran. Ja, Fütomatik 25.000. Ja, das ist eine eingebaute UVC mit dran. Mhm. Und dann pumpe ich da rein mit einer DM Vario 10.000. Eine 2 kW Elektroheizung ist dran. Mhm. Und ja. Wie viel Grad fährst du hier? Aber auch keine 20 Grad oder so, ne? Nee, zwischen 18 und 20. Mhm. Ja, sind gut drauf, sind neugierig, sind aktiv. Natürlich werden wir euch auch hier die Wasserwerte nicht vorenthalten. Checken wir alles einmal durch. Aber auch hier gehe ich mal stark von aus, dass alles im grünen Bereich ist. Keiner ist schreckhaft. Sind neugierig und warten aufs Futter. Ja, klein aber fein. Aber auch hier sind wir nicht am Limit. Ihr habt schon an der großen Außenhälterung gemerkt, dass der Sauerstoff langsam knapp wird. Das heißt, die Fische müssen umziehen. Und was sich Matthias da überlegt hat, das gucken wir uns jetzt an. Hier befinden wir uns nun in der nächsten Halle. Hier hast du praktisch schon den Testlauf. Guckst, ob alles dicht ist. Alles ganz frisch. Noch nagelneu und jungfräulich. Hier die Becken sind schon älter, entschuldige, dass ich ins Wort falle. Ja, aber die Becken sind schon älter, aber für dich ist die Anlage noch jungfräulich. Richtig, der Aufbau ist jungfräulich. Genau. Gebraucht, gekauft. Hier haben wir dann wieder 2x1,5 Kubik, glaube ich. 1,6 sollten das rechnerisch sein. Genau. Du hast hier 2 Becken. Auch wieder ein Filtomatik. Aber hier noch anschließend mit einem zusätzlichen Durchlauffilter. Ihr seht, alles ganz frisch. 2 separate Kreisläufe, 2 Becken. Zu dem Becken befindet sich der Filter dann hier. Hier haben wir dann ebenfalls den Filtomatik und einen Durchlauffilter. Und von da aus geht es dann zurück in die Anlage. Ja, da können dann die Fische, sobald es ein bisschen wärmer wird draußen, aber auch das hast du alles isoliert, ne? Isoliert. Du bist noch dabei, ne? Das wird noch alles isoliert und ich kann auch zuheizen, ne? Ja. Sehr schön. Ihr seht, hier lebt man das Koi-Hobby. Und hier ziehen bald ein paar Fische aus. Und somit kann er dann die Belastung von seiner ersten großen Inhalterung etwas nehmen.
um auch da weiter stabil zu fahren. Ja, jetzt sind wir fast am Ende, aber ein Schmankerl habe ich für euch natürlich noch. Nun zum Abschluss, wie es sich für einen Koi-Halter gehören sollte, noch einmal den nächsten Raum. Und hier haben wir dann noch einmal ein reines Quarantänebecken, wo wirklich, wenn man Fisch behandelt werden muss, auch der Fisch aus dem bestehenden Anlage rausgenommen werden kann und hier in Quarantäne gesetzt werden kann. Da reicht dann auch ein EB40 mit anschließendem Bioturm. Sehr löblich. So eine richtige Quarantäneanlage haben die wenigsten. Normalerweise hat man es da dann immer und jedes Becken wird bis zum Schluss belegt. Aber hier hat er permanent am Laufen und in Reserve, falls mal irgendwas ist, noch das Quarantänebecken. Ja, das waren das Anlagensammelsurium, sage ich mal, hat sich alles über die letzten Jahre entwickelt. Auf jeden Fall ist Matthias hier perfekt aufgestellt und auf alles vorbereitet. Da wollen wir euch natürlich vom letzten Becken die Wasserwerte nicht vorenthalten. Wir haben ein pH von 7, einen Sauerstoff von 7,5 bei 17,2 Grad. Sauerstoff kann er auch hier noch ein bisschen hochfahren. Wir haben nicht nachweisbares Ammonium und ein Nitrit von kleiner 0,1. Also alles im grünen Bereich. Ja, auch dieses Becken ist in Ordnung von den Wasserwerten. Hier hat kein Fisch was auszustehen. Sauerstoff kann er noch ein bisschen hochfahren, aber ansonsten passt das. Ja, Matthias, schönen Dank. Hat richtig Spaß gemacht. War ein schöner Nachmittag. Ein kalter Nachmittag. Es war ein schöner Nachmittag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War super. Wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst ein Abo da, abonniert meinen Kanal und lasst ein Like. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn auch ihr euren Teich oder Inhalt oder einen Blog sehen wollt, zögert nicht. Schreibt mir eine E-Mail an wimme-koi@gmx.de. Bis dann.